Auch die Verordnung zur eingeschränkten Regelbetreuung in den Kitas ging ja bis heute eigentlich nur. Ich habe schon gehört, dass es da jetzt auch erstmal so weitergeht, aber vielleicht können Sie da noch mal den Eltern sagen, worauf sie sich da einstellen können. Ja, die erweiterte Regelbetreuung wird fortgeführt. Wenn Sie die Verordnung hinterher lesen, gibt es dort den etwas ungewöhnlichen Satz, dass die Kitas im Prinzip weiter geschlossen sind. Das ist aber nur die Voraussetzung dafür, dass wir auch, glaube ich, keine Gebühren erheben. Wir wollen aber den Regelbetrieb weiter ausweiten. Das ist ja unser Konzept seit einigen Wochen, dass wir von Anfang an eigentlich gesagt haben, eine Notbetreuung soll es weiterhin geben. Und wir werden jetzt schrittweise die Regelbetreuung weiter ausbauen. Da ist ja schon viel vorangekommen. Der Unterschied ist ein bisschen zum Schulbetrieb. Da sind ja derzeit Sommerferien, aber nach den Sommerferien soll der Regelbetrieb auch an den Schulen dann wieder geöffnet werden. Das ist besprochen worden, auch zwischen den Ländern und auf der Kultusministerkonferenz, dass wir diesen Schritt gehen können. Immer mit dem Hinweis darauf, dass wir zwar versuchen werden, auch in Schulen auf Abstände zu achten, aber es geht eben aus didaktischen und sonstigen Gründen praktisch oft nicht. Und trotzdem gehen wir diesen Schritt, wie die anderen oder die meisten anderen Länder auch. Herr Adler. Ich habe noch mal eine Frage, was das jetzt für die Kultur bedeutet.